Herzlich willkommen zur eigentlich ersten Präsenz, den ersten Präsenztermin der PKN-Übung und somit eigentlich auch dem Start der zweiten Übungsphase. Und heute werden wir uns damit beschäftigen, was jetzt eigentlich in dieser genauen zweiten Phase auf uns zukommt. Wir haben jetzt schon die erste Phase mit den Übungsausarbeitungen hinter uns und alles, was wir jetzt da eigentlich sehen, sind dann mehr oder weniger auch mit Präsenzterminen hinterlegt. Wir starten heute mit dem Kick-Off-Termin, wo wir besprechen, was kommt denn alles genau auf uns zu, welches methodische Konzept steht dahinter, mit welchem Problem und welchen Aufgabenstellungen werden wir uns beschäftigen, und alle anderen weiteren Phasen, die dann aufgelistet sind, die werden dann, glaube ich, schon näher erklärt, was denn da eigentlich dahinter steht. Stellen wir uns mal folgende Ausgangssituation vor. Das ist eigentlich das Problem, was uns das weitere Semester beschäftigen wird. Hat jeder von uns schon mal gemacht, wir wollen irgendeinen Fernsehabend mit Freunden planen. Ganz toll ist immer, wenn das neue PKN-Video rauskommt, trifft man sich natürlich im trauten Heim, holt sich den Herrn Oppel ins Wohnzimmer quasi und schaut sich die Inhalte an. Aber muss man auch ganz klar sagen, so Fernsehabend und Prozessmodellierung ist ja alles super, aber wer hat denn bitte schon PKN modelliert ohne Snacks? Geht ja nicht. Das ist ein Qualitätsproblem, deswegen gehört so ein Fernsehabend da entsprechend vorbereitet. Und wenn ich sowas mache, dann will ich immer gerne diese Torhüter, diese Barbecue-Style haben. Problematik ist, die sind meistens ausverkauft. Da stehe ich also vor dem Regal und am Ende vom Tag sage ich dann, naja gut, in den Laden gehe ich nicht mehr. Wenn die meine Torhüter nicht haben, ich mir jetzt nicht gescheite PKN das anschauen kann, ganz am Anfang ins Wasser, die sehen ihn wieder. Ist es natürlich für mich ärgerlich. Man muss sich aber auch überlegen, aus Sicht des Supermarktes, ich würde keine Kunden verlieren. Wie kann ich jetzt eigentlich in solchen Situationen das genau zum PKM-Out, die Doritos raus sind, wie kann ich das vermeiden? Und sollte man mir irgendwas überlegen. Weil sonst habe ich überhaupt keine Wirtschaftsinformatiker mehr, die beim Sutter mit einkaufen gehen und das schlagt sich dann am Ende vom Tag aufs Geschäftsergebnis nieder. Mein erster super Lösungsansatz ist natürlich, wir verkaufen überhaupt keine Doritos mehr, dann können sie es auch nicht ausgehen. Dann haben wir das Problem. Ist natürlich auch eine Option. Aber wie so oft im Leben gibt es mehrere Lösungsansätze. Nämlich der zweite ist, ich kaufe alle Doritos, die es irgendwie gibt, bauen vielleicht eine Lagerhalle und die gehen mir nie wieder. Natürlich auch eine super Idee. Ich denke, das werden die zwei Lösungsansätze sein, die wir jetzt im Semester weiter ausarbeiten werden. Kann aber auch sein, dass der Herr Oppel da nicht so glücklich damit ist und er meint, na vielleicht gibt es doch vielleicht noch eine bessere Lösung. Und mit dem werden wir uns jetzt beschäftigen. Und ich glaube, da haben wir sogar einen methodischen Ansatz vorbereitet, oder? Genau. Ich übergebe. Dankeschön. Ich schaue wirklich so drin. Die Aufgabe ist jetzt nämlich, einen sogenannten Design Thinking Prozess durchzuführen. Das heißt, sich kreativ in Teams zu überlegen, wie denn dieses Problem umgangen werden kann, so wie aus Prozessperspektive und dann auch in weiterer Folge aus Umsetzungsperspektive im Supermarkt. Dazu sollte man zuerst einmal wissen, was Design Thinking ist, und das werde ich jetzt ganz kurz einmal erzählen. Darauf lässt sich auch diese Struktur der Termine dann zurückführen, weil die Phasen im Design Thinking, die dort vorgesehen sind, die haben wir da in den Terminen dabei hinterlegt, sodass es für die Leute, die es gerne hätten, also wie so eine schrittweise Anleitung gibt, wer es nicht braucht, kann es dann einfach auch so durchspielen. Design Thinking Design Thinking ist ein Konzept, das ursprünglich von der Stanford Business School gekommen ist, jetzt mittlerweile sie
doch weltweit verbreitet hat, ist im Wesentlichen ein Kreativitätsformat oder die Idee, in interdisziplinären Teams kreativ innovative Lösungen zu schaffen. Das heißt, es geht nicht um einen einzelnen Erhebungsworkshop oder so, es geht in erster Linie darum, die jeweiligen Personen, die involviert haben in so einen Innovationsprozess, auch wirklich einzubinden, denen eine aktive Rolle zu geben und zu schauen, in sehr kurze iterative Zyklen, welche Lösungen, welche potenziellen Lösungen kommen denn auch wirklich in Frage. Das kann man jetzt total lange erklären, funktioniert aber tatsächlich nicht. Man muss es einfach einmal da haben und die Idee ist, das in der Übung PKM jetzt auch tatsächlich einmal durchzuspielen. Ganz kurz zum Hintergrund. Wir sind in einem Spannungsfeld zwischen den Ansprüchen der Benutzer, in dem Fall unserer Kunden unterwegs. Wir sind unterwegs aus einer anderen Richtung, aus der betriebswirtschaftlichen Machbarkeit. Also die Geschichten mit, wir leben uns einfach so wie Doritos auf Lager, bis uns nie wieder ausgehen, ist vielleicht auch nochmal eine Frage, ob das wirtschaftlich noch darstellbar ist. Und wir sind von der technischen Machbarkeit beschränkt. Und genau in der Mitte, da drinnen, wo sich die drei Bereiche schneiden, dort haben wir unser Innovationspotenzial und das Design Thinking hat den Anspruch, genau dieses Innovationspotenzial zuerst einmal zu explorieren, einmal zu schauen, verstehen wir überhaupt das Problem, dann zu schauen, was gibt es denn Lösungen und seien sie noch so schräg und in weiterer Folge dann das so weit runterzubrechen, dass man zu einer praktisch umsetzbaren Lösung kommt, die dann auch betriebswirtschaftlicher Mehrwert bringt. Das Ganze hat fünf Elemente, Schritte, Phasen. Ich sage lieber Elemente, weil es zwar immer als Prozess dargestellt wird, aber nicht wirklich so ein sequenzieller Prozess ist, wie man aus Prozessen Kommunikationsmodellierung kennen. Und diese fünf Phasen, die haben Namen, das ist Emphasize, also Problem verstehen, definieren, Problem beschreiben, einige Lösungsvorschläge arbeiten, Prototyping und Testing, dann auch die Lösungsvorschläge oder die Lösungsvorschläge auf konkrete Machbarkeit abtesten. Das gibt es ganz nett dargestellt, wann ich es finde. Das ist die Ideate-Phase im Übrigen, was man da jetzt gerade gesehen hat. Ganz nett dargestellt in einem Video, das ich ganz kurz gern spielen würde. Vorsicht auf die Lautstärke. Design thinking is a five-step process to come up with meaningful ideas that solve real problems for a particular group of people. The process is taught in top design and business schools around the world. It has brought many businesses lots of happy customers and helped entrepreneurs from all around the world to solve problems with innovative new solutions. Step 1. Empathize. The purpose of Step 1 is to conduct interviews that give you an idea about what people really care about. We need to empathize with their situation. For example, if you want to help old people, you might find that they want to keep the ability to walk around. In your conversations, they might share with you different ways they can do that. Later into the interview, you'll want to dig a little deeper. Look for personal stories or situations where things became difficult. Ideally, you redo the process with many people with the same problem. Step 2. Define the problem. Looking at the interviews, you can now understand the actual needs that people are trying to fulfill with certain activities. One way to do that is to underline the verbs or activities that the people mentioned when talking about their problems, like going for a walk, meeting old friends for tea, or simply going grocery shopping around the corner store. You might realize it's not so much about going out, but more about staying in touch. After your analysis, formulate a problem statement. Some elderly are afraid to be lonely. They want to stay connected. Step 3. Ideate. Now focus only on the problem statement and come up with ideas that solve the problem. The point is not to get a perfect idea, but rather to come up with many ideas, like unique virtual reality experiences, senior-friendly hoverboards, or a modified pushcart.
Whatever it is, sketch up your best ideas and show them to the people you are trying to help so you can get their feedback. Step 4. Prototype. Now take a moment to reflect on what you have learned from your conversations about the different ideas. Ask yourself, how does your idea fit in the context of people's actual lives? Your solution could be a combination of a new idea and what is already being used. Then connect the dots, sketch up your final solution, and go build a real prototype that's just good enough to be tested. Step 5. Test. Now test your prototype with actual users. Don't defend your idea in case people don't like it. The point is to learn what works and what didn't, so any feedback is great. Then go back to ideation or prototyping and apply your learning. Repeat the process until you have a prototype that works and solves the real problem. Now you are ready to change the world or open shop. Genau, das sind die 5 Schritte des Design Thinking. Was da jetzt beschrieben worden ist, natürlich Produktinnovation. Bei uns geht es um Prozessinnovation. Das heißt, wir wollen ja irgendwie hinbringen, dass uns die Rhythmus immer ausgehen. Das heißt, es geht darum, diesen Wiederbeschaffungsprozess, also warum beschwöre ich ein Gefühl noch und wo kriege ich Innovation her, die ich brauche, ihn irgendwie kreativ zu lösen. In dem Video war ein sehr großer Fokus darauf, mit den Endanwendern, mit den Potenziellen zu sprechen. Kunden sind sehr alle selber, das wisst ihr. Die Idee ist nicht, jetzt sämtliche Supermärkte da in der Umgebung zu stürmen und mit den Angestellten zu sprechen. Holt euch die Information aus eurer Kreativität. Ihr könnt gerne mal in den Supermarkt gehen und schauen, wie die denn diese Nachbestellung machen, aber nicht nach Möglichkeiten, nicht den Hofer, den Spar und jeder ist eigentlich wohl in der Nähe und den Büchermarkt dort stimmen und alle interviewen. Die Idee in dem Design Thinking ist, in Teams zu arbeiten, das heißt, es ist nie ein Einzelprozess, möglichst viele unterschiedliche Leute zusammenzubringen. Deswegen ist die Phase 2 auch eine Gruppenphase und anders als im ganz ursprünglich vorgesehenen Konzept, wo wir von zwei Gruppen gearbeitet haben, gesprochen haben, wollen Sie jetzt, dass ihr in Vierergruppen arbeitet, weil nur dann irgendwie unterschiedliche Ideen zusammenkommen können. Und sich eine Umgebung zu schaffen, wo man auch wirklich offen diskutieren und Ideen ausprobieren kann. Umgebung zu schaffen hat tatsächlich auch was mit Räumlichkeit zu tun, von Räumlichkeiten zu tun. Wir haben deswegen unser PC-Labor vom Institut eingetrennt, das hat wahrscheinlich schon keiner gesehen, das Teil. Das ist neben dem Wirtschaftsinformatik-Seminarraum, den ihr wahrscheinlich kennt, da im ersten Stock, ist der Raum daneben, aber einen gleich großen Raum wie diesen Seminarraum, das ist unser PC-Labor, da werden wir Computer wegräumen. Wir haben gesagt, die Gelegenheit, da drinnen zu arbeiten und eine Sachen gegebenenfalls liegen zu lassen oder mal den Raum zu buchen, um wirklich in Ruhe Sachen ausprobieren zu können. Wie das genau funktioniert mit der Bucherei und den Raum reservieren, sagen wir später noch. Da liegen dann auch die Materialien herum, die man so üblicherweise für so Design Thinking Geschichten braucht. Das ist jetzt nicht besonders überraschend, aber es gibt sowas wie ein Regelwerk im Sinne von, es sollen sich alle beteiligen, klassische Brainstorming-Regeln, jeder sagt was, keiner bewertet, sagen jetzt nicht was. Also wichtig ist eher, diese letzte Regel, das sind Erfahrungswerte aus diesen ganzen Design Thinking-Projekten, vorher sich vornehmen, wie viel Zeit man sich für welche Phase nimmt, weil sonst artet das total schnell aus. Das ist ein Kreativitätsprozess, da kann man sich total schnell verrennen. Deswegen dieses Timeboxing vorher überlegen, für die Phase oder für die Sitzung nehmen wir jetzt so viel Zeit und wann das gar ist, dann ist es eigentlich gar und dann geht es mir erst das nächste Mal wieder hin. Ja, sonst artet nämlich tatsächlich diese Phase 2 in zu viel Arbeit aus, nimmt sich vorher vor, wie viel Zeit sich für welchen Schritt auch wirklich nimmt. Die Folien kriegt sie ohnehin, ich gehe jetzt nicht im Detail durch, beziehungsweise werden wir diese
ganzen Techniken, die da dahinter liegen, können jetzt in den nächsten Wochen in den Präsenzseminaren ohnehin durchgehen. Was aber wichtig ist, was uns auch beim Design der Übung da jetzt wichtig war, in der ersten Phase haben wir jetzt sehr viel formale Strukturen in dieses ganze Modellieren reingebracht. Das hat hoffentlich die Grundlagen der Modellierung einmal intus. Jetzt geht es darum, das in die Anwendung zu bringen, und in der Anwendung ist es genauso wie bei der Softwareentwicklung ein Kreativitätsprozess, wo man nie genau vorher sagen kann, was passiert denn, welche Lösung ist denn die korrekte, beziehungsweise kommt man halt über mehrere Zyklen dann vielleicht erst zu einer machbaren Lösung. Und genau in diesem Prozess wird sich eine begeben. Es ist dann auch in der Beurteilung, in der Beurteilungsgrundlage so, dass wir gerne wissen möchten, wie solch ein Prozess gegangen ist, was die einzelnen Schritte waren, was die Zwischenergebnisse waren, was ihr an Ideen gehabt habt, was wir verworfen habt. Das wird alles mitdokumentiert und das interessiert uns auch dann bei der Beurteilung. Es geht nicht nur um das Endergebnis und es geht nicht um eine wirklich fertige Lösung dieses Prozesses oder dieses Problems, sondern vor allem um den Prozess, der in der Gruppe gelaufen ist. Das ist genau das, was da in der Praxis passiert. Die Prozessmodellierung ist nicht die Lösung für ein Problem, das kann nur das Werkzeug sein auf dem Weg dorthin. Ja, und dort wirklich irgendwie eine Dokumentationsgrundlage zu schaffen oder eine Grundlage zu schaffen, um sich über das Problem auszutauschen, beziehungsweise eine Grundlage zu schaffen, um dann irgendwelche technischen Werkzeuge einzusetzen. Ja? Nur mehr Werkzeug und nicht mehr der Fokus der Arbeit. Der Prozess, das habe ich vorhin schon erwähnt, gliedert sich in diese fünf Phasen, die im Wesentlichen gekennzeichnet sind durch Aufmachen des Lösungsraums und wieder fokussieren auf die potenziellen Lösungskandidaten, sehen wir da unten, und dann in der stärkeren Prototyping-Phase wieder explorieren der technischen Lösungsmöglichkeiten und dann fokussieren auf eine konkrete Lösung. Wir werden diesem Understanding the Problem Space, also was da wieder hinterlegt ist, das werden wir in den ersten beiden Präsenzterminen nur mal ins Zentrum stellen und danach wird sehr stark um dieses Prototyping gehen. Es gibt eine eigene Phase, die Prototyping heißt. Tatsächlich ist aber in diesem ganzen Prozess Prototyping der Kern oder die Kernpraktik des Design Thinkings. Ich baue ständig sehr einfache, sehr simple, sehr kleine Prototypen, vielleicht nur für einzelne Features oder für einzelne Ideen, um zu schauen, kann das überhaupt funktionieren. Ja, kommt das irgendwie, kommen wir da auf einen grünen Zweig oder müssen wir das ohnehin wieder verwerfen? Das heißt, ab der Definitionsphase, das ist dann ganz am Anfang, wo wir uns überlegen, worum geht es denn überhaupt, was ist denn überhaupt unser Problem, kommen wir in einen permanenten Prototyping-Zyklus, und diese unterschiedlichen Prototypen, die da verwendet werden, die haben Namen und die finden wir auch in unserem Programm wieder, die werden wir dann in den einzelnen Präsenzterminen wieder im Detail besprechen. Das beginnt bei den sogenannten Critical Function Prototypes, die einfach einmal festlegen, was brauchen wir denn auf jeden Fall, oder einmal zeigen, was denn die Kernfunktionalitäten sind. Geht weiter zu den sogenannten Dark Horse Prototypes. Dark Horse Prototypes sind die Prototypen, wo man mal ein bisschen schlecht denken darf, Sachen ausprobieren darf, die vielleicht nicht so neue Dinge sind. Der Funky Prototype, vom Namen her, macht sich besser aus, als er tatsächlich ist. Das ist der, wo wir uns darauf einigen, was so in der endgültigen Lösung dann tatsächlich drinnen sein, und ab dort läuft es dann wieder zusammen, läuft es Richtung Lösung. Functional Prototype, da sagen wir jetzt integriert, was denn unser System dann können soll, und dann geht es langsam Richtung Rollout. Einzelfeatures werden fertiggestellt und irgendwann haben wir unseren Final Prototype, der wirklich in die Produktentwicklung gehen kann. Wir werden in der Übung hier bis zu diesem Functional Prototype gehen. Das heißt, es wird darum gehen, etwas hinlegen zu können, was uns dann beim Abgabegespräch, wir treten dann als Kunden auf, zeigt, wie man denn dieses Problem, das wir beschrieben haben, lösen könnte. Vielleicht noch, um eine Idee zu kriegen, wie denn dieser Functional Prototype ausschauen, oder dieser Dark Horse Prototype, sorry, ausschauen kann, wenn ihn findet.
gibt es ja nicht. Ja, ist das 10 direkte Video? Wo? Nein. Es geht also nicht darum, irgendwelche voll funktionsfähigen und technisch total ausgefeilten Prototypen zu bauen, sondern die Idee zu illustrieren, um dann zu schauen, okay, kann man sich vorstellen, dass das funktionieren kann. In diesem Doritos-Bestellprozess kann das sein, ich baue die Kunden viel stärker ein, schaue irgendwie, dass ich mitkriege, wann geht denn das aus. Das Produkt, das vielleicht noch bestellt werden muss, und löse im Hintergrund irgendwie automatisiert, irgendwelche Bestellprozesse aus oder was auch immer. Das ist eurer Kreativität überlassen. Geht uns nur darum, dass ihr die Werkzeuge, die wir jetzt versucht haben mitzugeben, einsetzt, um zu dokumentieren und um auszuprobieren, was denn in der Praxis vielleicht funktionieren könnte. Genau, über die einzelnen Design Thinking Praktiken oder die Methoden, die in den einzelnen Phasen einsetzen kann, gehen wir bei dem nächsten Termin noch drüber, stellen wir mal vor. Zusätzlich haben wir noch Unterlagen, die wir dann, ich schätze am Freitag oder Anfang nächster Woche, in die Lernplattform stellen werden. Das heißt, wenn Sie sich soweit orientieren konntest, dass Einschlägigkeit arbeiten kann, hat alle Unterlagen zur Verfügung, die dabei helfen sollten, diesen Prozess durchzugehen. Gut, dann kommen wir zum operativen Ablauf, das heißt, wie geht es jetzt einerseits in der Phase 1 weiter und wie organisieren wir die Phase 2? Mach's ihn noch? Gut, zur Phase 1 ganz. Ja, zur Phase 1 ganz kurz noch. Die Übungsaufgaben sind alle eingelangt. Insgesamt haben wir 110 Personen, die fünf Aufgaben, die Minimum waren, erfüllt haben. Welche das genau sind, werden wir noch veröffentlichen. Wir haben das Programm schon laufen lassen, die Stichprobe zieht. Von jedem Studierenden werden 3 Abgaben angeschaut. Wir werden schauen, dass wir das am Freitag mitbringen. Das heißt, ihr habt spätestens am Montag das Feedback, ob die Phase 1 erfolgreich abgeschlossen wurde und ob man in der Phase 2 weitermachen kann. Parallel dazu kann man jetzt dann auch schon in die Gruppe Gruppenbildung angehen. Wie das genau funktioniert, sagt der Vorgang. Genau, also jetzt haben wir ja ein grobes Bild davon, um was es eigentlich gehen soll. Natürlich gibt es noch ein bisschen genauere Einschränkungen, Vorgaben, wie wir uns das Ganze vorstellen. Also diesen Bestellprozess, den haben wir ja jetzt hoffentlich etwas illustrieren können. Und das grundlegende Problem, an dem man arbeiten muss und wo es auch einen Umsetzungsvorschlag dann zu arbeiten gibt, das in der zweiten Phase ist, wie kann der Bestand von einzelnen Produkten, bei uns am Beispiel dieser Doritos, und es ist ganz wichtig, sowohl im Lager als auch im Regal optimiert und auf den Kundenbedarf angepasst werden. Das heißt, ich als Kunde stehe vor dem Regal und sehe eigentlich nur, gut, da sind jetzt diese Chips nicht mehr im Regal. Kann ja rein theoretisch sein, dass der Supermarkt immer genug hinten im Lager hat. Ist mir aber als Kunde relativ wurscht, stell dir vor, da ist nichts mehr drinnen und bin angefressen.
Aus Sicht des Supermarkts gilt es dann eben zu sagen, gut, ich muss einmal schauen, werden die Regale immer zeitnah ordnungsgemäß aufgefüllt? Das heißt, ich werde das aber auch so optimieren, ich werde nicht immer nur ein Packerl nachstellen, sondern gleich vielleicht mehr auf einmal. Es sollte aber auch nicht komplett ausgehen. Und dafür, dass das machen kann, das Regal aufstocken, muss natürlich im Lager hinten ein entsprechender Vorrat drinnen sein. Wie bei allen anderen verderblichen Waren ist es bei Chips auch so, haben nur begrenzte Haltbarkeit, das heißt, ich habe ein unendlich großes Lager, geht zum einen aus Platzgründen und zum anderen mal aufgrund der Haltbarkeit schon einmal nicht. Das heißt, ich muss ja die Nachbestellung von meinem Großlieferanten dementsprechend planen. Genau, und diese Umsetzung, diese Ideenfindung zur Lösung dieses genauen Problems soll eben nach diesen Design Thinking Phasen umgesetzt werden und wie vorher schon gesagt, das Ganze soll in Gruppen zu 4 Personen erledigt werden. Gruppeneinteilung schaut so aus, wir werden da wieder Google Forms dafür verwenden. Der entsprechende Link wird dann in der Lernplattform freigegeben. Ganz ein simples Formular, 4 Einträge, da bitte jeweils die Matrikelnummer der Teilnehmer und Teilnehmerinnen eintragen und wir machen dann die Zuteilung fertig. Wichtig ist bitte die Meldung bis zum 14.05. machen, weil falls dann noch irgendwelche Gruppenfindungs-, Zuteilungsprobleme etc. gibt, wir das noch entsprechend vor dem nächsten Termin lösen können. Die Gruppen kann man nicht übergreifen auf die Referenten auch? Genau, ganz wichtiger Punkt. Ja, also so wie wir da jetzt unter Anführungszeichen sitzen, ist die Gruppeneinteilung möglich. Man braucht sich jetzt nicht nach den Gruppen im Kurs orientieren, sondern das kann man uns durchmischen. Da wird das sowieso immer als eine große Gruppe handhaben, ist das überhaupt kein Problem, hier gruppenübergreifende Gruppen zu bilden. Gut, dass man jetzt ein bisschen weiß, nein, was soll denn am Ende vom Tag rausschauen oder wie können wir eigentlich die Lösung eingrenzen? Ein paar Anforderungen und Einschränkungen dazu. Es ist, wie schon gesagt haben, Produkte sollen eigentlich immer vorrätig sein bei uns im Supermarkt, es darf nie was ausgehen und wie wir schon gesagt haben, das betrifft sowohl das Regal als auch das Lager. Und gleichzeitig gilt es auch, da wir Lebensmittelhandel sind, es darf der Lagerstandplatz zu hoch sein aufgrund Verderblichkeit oder einfachartigen Schädbindung, die ich mit einem großen Lagerstand habe. Das heißt, ich muss da relativ optimales Verhältnis zwischen dem Verbrauch, der Nachbestellung und dem Nachfüllen irgendwie erreichen. Und das ist ein Kernaspekt unseres Lösungskonzeptes. Um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, sind ein paar Einschränkungen definiert. Ich kann davon ausgehen, dass, wenn ich Nachbestellungen bei meinem Lieferanten tätige, die 2 Werktage benötigen und es kann auch davon ausgegangen werden, dass die Lieferung zum einen pünktlich kommt, wenn ich was bestelle für den Lieferanten und auch immer vollständig ist. Also ich brauche das nicht mit irgendwelchen Fehlerhaften oder Teillieferungen befassen, sondern wir gehen davon aus, es ist immer alles zum richtigen Zeitpunkt da, wenn ich etwas nachbestelle. Ja? Doch, kleiner Konsequenz ist noch hier, wenn ich die Bestellung vor 16 Uhr am Werktag durchführe, dann ist eben die 2-Tages-Frist eingehalten, es wird am übernächsten Werktag zugeliefert. Wenn es nach 16 Uhr ist, kann das eben nicht mehr gewährleistet werden. Also da ist dann doch noch relevant zu beachten, wann wird diese Bestellung aufgegeben. War da eine Frage? Nein. So, was ist abzugeben und wie erfolgt die Beurteilung? Wie der Stefan schon vorher gesagt hat, uns ist eben wichtig, nicht nur das Endergebnis zu sehen, sondern auch den ganzen Designprozess, wie sind es vorgegangen, so Entscheidungen, was waren Zwischenprototypen. Und es sind eben folgende Punkte abzugeben und das auch zu gewährleisten. Am Anfang diese Ideensammlungsphase und auch die Ergebnisse, wo man sagt, gut, was ist denn eigentlich unser sogenannter Design Space? Was ist unser Lösungsraum, was ist unser Problem und wo verorten wir uns da und gleichzeitig auch diese erste Ideensammlung, was können wir denn da eigentlich machen, um dieses Problem zu adressieren, hier mal diese Lösungsraum doch nicht abzugeben. Was auch relevant ist, ist mitschreiben bitte, was war jetzt wirklich der zeitliche Aufwand für die einzelnen Aktivitäten, für diese Ideensammlung, für die Erstellung der Prototypen und so weiter und so fort. Geht natürlich auch mit dem hinein, was wir vorher gesagt haben, die einzelnen Phasen, die soll man immer sich einen gewissen Zeitrahmen setzen. Dass man also dieses Timeboxing darf man sich eben nicht
nicht verläuft und kann dann da eben sagen, gut, wir haben jetzt für das so und so viel veranschlagt und haben dann auch unterm Strich in Realität so und so viel dafür gebraucht, dass man das mal mit dokumentiert. Genau, und dann kommen eigentlich schon die ersten vier erstellten Prototypen, nämlich den ersten Critical Functional Prototype, Dark Horse, den Funky und dann am Ende diesen, wo man dann aufhört, den Functional Prototype. Hier sind wirklich dann bitte die Prototyp-Ergebnisse entsprechend zu dokumentieren und das auch mit abzugeben. Beispielsweise, wie er sich bei diesem Critical Functional Prototype, nachdem er da in weiterer Folge um einen Nachbestellungsprozess geht, hier durchaus einmal ein Prozessmodell eignet, wo man sagt, da kann man jetzt wirklich die grundlegend notwendigen Aktivitäten oder auch die Kommunikationsschritte, die ich durchführen muss, festhalten und weiß dann, was es zu tun ist und kann zum Beispiel mit irgendwelchen kreativen Lösungsideen diesen Prozess dann im Dark Horse, in der Dark Horse Phase dann entsprechend unterstützen und sich damit festlegt, was ist es denn überhaupt zu tun. Natürlich kann man dann auch in weiterer Folge ein Video machen, wo jemand einen Mistgewürmer durch den Raum zieht oder was auch sonst immer an Kreativität erbüßen sich da sozusagen manifestiert. Wichtig ist eben das zu dokumentieren. Und wie immer haben wir da am Ende vom Tage ein Abgabegespräch, was mit 20 Minuten beantragt ist. Es wird am 27.06. stattfinden bei uns am Institut. Und es ist wie folgt aufgeteilt. Wir haben eine 10-Minuten-Präsentation des gesamten Prozesses, das heißt des Designprozess, die Entscheidungen und den einzelnen Prototypen, sprich den ersten drei Prototypen. Und dann ist eben ein extra 5-Minuten-Slot reserviert, um das Endergebnis in Form des Function-Prototypes zu präsentieren. Nach dieser Demo, die bitte interaktiv gestaltet sein soll, das heißt, ihr zeigt wirklich mit eurem Prototyp her, wie ihr euch die Lösung dieses Problems vorstellt, kann man sie, was ich denke, wirklich ein Ding bauen, man kann es als Slideshow machen, man kann es mit Zetteln machen, man kann es mit einem Rollenspiel machen, was auch immer, aber es soll irgendeine interaktive Präsentation dieser Lösungsidee sein, mit dem Prototypen und dann sind noch 5 Minuten für Diskussion oder weiteres Nachfragen von uns reserviert. Das ist ein Gruppengespräch. Kein Danke, genau, also erfolgt in der Gruppe und Anmeldung, wenn man wieder über Doodle oder ähnliches handhaben.